Ihr werdet alle müde, oder was ist da los? Schlingel-Ding-Dong. Das war doch jetzt spannend. Könnt die Leute in TikTok bitte mal auf Folgen drücken? Und gerne auch in Twitch folgen. Würde mich sehr freuen. Ich sehe, da sind ein paar Leute drin. Als wäre nichts gewesen. Ah ja, doch, ein bisschen Schmerzen hat sie. Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Ich habe dein Leben riskiert. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Das nenne ich mal eine Entschuldigung. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele... Das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du verdammter Mistkerl. Das Eclipse-Netzwerk gecrasht. Sehr gut. Ich würde den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Auf nach Sonnenfall. Und Zero Dawn. Ah, ich bin fast... Ah, sehr gut. Jetzt kann ich das endlich skillen. Hier. Waffenspulen und Outfit-Gewebe können entfernt und wiederverwendet werden. Das wollte ich die ganze Zeit. Weil jetzt kann ich nämlich, wenn ich neue Sachen bekomme, das auch mal ordentlich umrüsten. Begib dich nach Sonnenfall. Das schaffe ich. Das ist auf der ganz anderen Seite der Karte. Oh, hier habe ich gar keinen. Du bist jetzt wach, hä? Warst du nicht die Erste, die auf Wiedersehen gesagt hat? Ich wollte gerade sagen, ob ich mal versuche, einen zu zähmen. Aber da muss ich einen finden, den ich auch zähmen kann. Man kann nicht alle zähmen, man muss das immer erst lernen. Ich glaube, den kann ich nicht zähmen. Warte mal, was kann ich denn für Viecher zähmen? Die da kann ich, glaube ich, zähmen. Das passt, weil da ist ein Lagerfeuer. Aber du wirst enttäuscht sein, weil da nicht viel passiert. Langsam, langsam. Ach, scheiße. Okay. Das hat so gar nicht funktioniert. Stattdessen werde ich jetzt... Jetzt kann ich es nicht zähmen. Jetzt werde ich beschossen. Halt, sammel das ein. Das ist jetzt meins. Pass auf, und das greift jetzt die Gegner an. Normalerweise. Oder stirbt. Geht, so geht's auch. Das war's. Das war zähmen. Eigentlich voll unnütz, ehrlich gesagt. Deswegen verwende ich es auch nicht. Weil ich noch nicht ganz verstanden habe, was mir das bringen soll. Gut, das bisschen, was man sich da schneller bewegen kann, ist ja schön und gut, aber...
ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. So richtig prickelnd. Und dann musst du so komische Bunker erobern, dann kannst du mehr Viecher, auch stärkere kann man dann zähmen. Das muss ich mal machen. Vielleicht rentiert sich's ja dann, so ein Langhals zähmen wäre cool. Der hat sich nicht mal gewehrt, der wurde einfach eliminiert. War kaputt. Ach, habe ich das Viech auf dem Gewissen. Sonnenfall. Der Sommerpalast des verrückten Königs Jiran. Ein Bollwerk der Kaja-Macht gegen den verbotenen Westen. Danke für die Geschichtsstunde. Aber Sie haben keine Ahnung, was sich darunter befindet. Wir werden hier viel... Sie ist so blass. So, hier gibt es Nebenmissionen zu machen. Vielleicht. Na. Zuletzt. Wie viele sind es so, die ich hier machen kann? Eine. Projekt Zero Dawn Anlage. Naja. Ich passe schon auf dich. Auf. Vielleicht mache ich die Quest schnell. Rede mit Galif. Was ist ein Galif? Nebenmission machen ist gut. Gute Nacht, Nicole. Weil Nebenmission machen heißt, ich kriege Erfahrungspunkte. Ich glaube, man muss eh alle machen für die Trophäe. Diese Waffenruhe wird auch unser Ziel nur verletzen. Wachsam. Bist du Galif? Ich wollte doch, du bist... Ich komme aus der... Die Antwort ist... Was? Nein, meine Vor... Gegen ein... Und doch. Das ist keine Wut. Aber es ist... Diese Teil... Zufall. Ich weiß... Wenn ich das... Oh, ich erwarte... Doch, ich gehe nach... Tal der Omen. Ah ja, da war ich Gott sei Dank auch schon. Muss es sein. Der Donnerkiefer sollte nicht so schwer zu finden sein. Oh Gott, Donnerkiefer. Ich sehe ihn, bevor er mich sieht. Er war da. Mann. Blöder toter Fuchs. Der arme Alter. Mann, wie er leidet. Das hält sich eine Weile. Fuchshaut, sehr gut. Die brauche ich. Erledige den Donnerkiefer. Das sind Missionen, die mir einfach nicht gefallen. Diese Riesendinger immer erledigen. Ah, Wiese gibt's ja auch keine. Toll. Gozocki, 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 Partygesicht, Partygesicht, Partygesicht. Mann, beweg dich doch nicht! Wo sie wieder hinrollt.
Ja, übertreib halt! Nimm das! Ach ja. Ja! Gehen Sie mal weg da! Hast du dir das damals gar nicht angeschaut? Oh Gott. Da erlebst du mich ja in Dauer-Rage. Ich muss, glaube ich, für den ersten Teil noch eine Playlist erstellen. Puh. Erledigt. Den alten Haubitzenbär. Was für ein Glück. Jetzt liegt er da auf meiner Pflanze, der Arsch. So, wieder zurück in das Kaff. Ja, aber das ist bei dem Spiel auch normal, dass man da ausflippt. Das geht gar nicht anders da. Ich hab dein Masch bei meiner besser als gar ein F. Erledigt! Nein, doch nicht. Wenn wir mit 80 Leuten reden. Hä? Es ist ganz schön beruhigend, so viele Wilde in der Nähe von Sonnen. Du bist es. Hier ist jemand. Wie hast du? Nein. Kluger. Er wird sich jetzt. Wenn man mit. Jetzt. Meridian wird uns gehören, haben sie gesagt. Und jetzt, 2 Jahre später. Hä? So. Da ist ein Händler. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch brauche, tatsächlich. Gibt es eigentlich noch was Höheres als sehr selten? Hier wird einem auch nichts, in dem Spiel wird dir einfach nichts erklärt. Das ist das Problem.
Sollst einfach nur mal machen. Hier gibt's nur die besten Waren. Sie selbst. Oh. Muss ich hier jetzt in einer Arena kämpfen? Der Sonnenring. Eine stolze Tradition der Kraja. In Meridian ist es nicht so. Zumindest nicht hier. Gib ihnen Zeit. Ich bin sicher, sie vermissen es. Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Und einstweilen. Wenn ihr etwas über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumsteht. Dreckiger. Ach! Okay, wegen, weil die können mich nicht identifizieren, deswegen, jetzt verstehe ich das. Wie dumm. Könnte sich auszahlen. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, eher Gefangener als König, nicht wahr? Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Was ist ein Uthid? Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Naja, also eine Selbstgespräch führende Frau finde ich auch schon sehr merkwürdig. Aber die Falken, findest du dich im Sonnenring? Sie wollen das. Ist doch verrückt. Wohl kaum. Sie werden mich sehen. Du unterschätzt, wie leicht die Leute das Offensichtliche übersehen. Die Balustrade. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Wenn du ein Massaker sehen willst, bist du hier richtig. Ich hab Höhenangst. Du machst mir Sorgen, Mann. Echt Sorgen. Hä? Hier setzt den Alten ganz schön zu. Oh, du Alte. Huh. Auf die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Die ist doch geistig behindert, Mann. Klettert sie wieder nach oben, die Schnalle. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt, aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. Das klingt, als wäre das hier Finale, oder was?
Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Gar nichts habe ich gemacht. Du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. 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 Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey, Elisabeth Sobeck hier. Bitte Zutritt. Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich. Öffne diese Tür. Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... Nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja, gut. Machst du jetzt bitte weiter? Nö, ich gehe jetzt. Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Hat er doch gesagt. Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. Hab ich schon. Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Shit auf der Alm! Die haben mir Snacks bereitgestellt. Das ist ja nett. Kannst du mir Joghurt besorgen? Ist der Joghurt-Shop noch offen? Kann man Joghurt telefonisch bestellen? Hör auf, das zu sagen. Bitte begeben Sie sich in den Vorstellungsraum 1. Dort erwartet Sie... Was war das hier? Eine Holographen. Oh mein Gott, ich liebe Pimmel! Nur 1 Daten intakt. Wiedergabe wird eingeladen. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist. Das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt. Weil sie von mir kamen. Und das sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Na toll. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten. Den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance.
Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Mhm. Das stimmt doch nicht. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Falcon, sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Da ist wohl jemand aufgewacht. Das wird mir den Sieg bringen. Gut. Wir sind schon zu weit gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Die Datenpunkte. Was enthalten sie? Entspann dich, Mann. Ich bin hier noch am Dinge tun. Für Pharaoh Automated Solutions gearbeitet. An den selbst? Wer sprechen willst? Korrekt, ja. Diese mechanischen Monster töten Menschen also nicht nur, sondern ernähren sich auch noch von ihnen? Nicht nur Menschen, von sämtlichem organischem Material. Alles Lebendige wird zu Nährstoffen aufgelöst? Jahrtausende der Evolution verflüssigt? Das Wunder des Lebens wird zu blutigem Mir geht's gut und dir? Kurz gesagt, ihr. Wer war das? Pharaoh? Dieses Arschloch. Ist er hier? Nein, Doktor. Bitte. Sag sie ihm, dass Tom Paige mit ihm reden will. Niedergabe wird eingeleitet. Elizabeth Sobeck. Sie wissen es jetzt. Und es ist wahr. Die Pharaoh-Plage verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das das Ende sein? Gibt es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System, das aus der Ödnis Leben erschafft. Was braucht dieses System? Als Kern braucht es Tschernobyl. Eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand
Und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste. Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Aha. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen, das, woran Sie jeweils arbeiten, zusammenpassen. Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software schreiben, Technologie und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sende-Arrays baut und sie überträgt, um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konzipieren kann. Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut und zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Atom teilhaben. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt. Und am wichtigsten, von Fehlern, die wir gemacht haben. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen, und Gaia, gibt es noch eine Zukunft. Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. Klingt cool. Also, die gesamte Erde wurde vernichtet, aber dann neu erschaffen. Ja, von einer Maschine. Einer Schöpfungsmaschine. Elizabeth hat... Für das Leben. Hä, wieso habe ich eine Nebenquest, die... Aber was ist dann mit Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war, wie ist er dann im Wrack eines Pharaoh-Roboters gelandet? Und warum will er mich töten? Und Apollo, das Archiv des Wissens, was ist damit passiert? Ich bin genauso verwirrt wie du. Vielleicht liegen die Antworten vor uns. Oder hinter uns. Oder in uns. Oder mit uns. Diagonal von uns. Nee, das ist ein normales Spiel. Ich spiele es zum ersten Mal tatsächlich. Hast du es schon durch? Eindringling! Schnappt sie! Da wurde wohl jemand überrascht. Stirb. Alter! Die Waffe will ich nicht. Das war voll dumm, dass ich einfach in die reingelaufen bin. Das wird zu schwer.
dann mal los. Noch so eins. Ich muss die richtige Konfiguration finden. Links, runter, rechts. Geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen. Solltest du mal machen. Ah, Luis. Hey, Freds Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Freds Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermitter zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Was hast du denn schon wieder für Leiden, Tobi? Aufheben stand da. Na also, sieht intakt aus. Ah ja. Ein Ermitter. Rein damit. Das sollte gehen. So, oben Tür. Links, unten rechts, oben. Oben, links, unten, rechts. Oben, links, unten rechts, oben. Ach, andersrum. Unten. Links. Dann schlaf gut.